Hallo und willkommen zurück zu Overwatch. Ich werde mal Rangliste spielen, was anderes. Dass ich nicht jetzt nur das Schnellsuche habe, ich will euch mal was anderes zeigen. Und da werde ich jetzt nicht immer andere Helden spielen. Ich werde wahrscheinlich einmal den spielen, einmal den, aber auch wenn ihr den schon kennt, ich werde ihn einfach manchmal spielen. Weil ich will einfach manchmal nicht diesen Held spielen. Und damit meine ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht Widowmaker gespielt. Und ich will aber auch nicht mit dem spielen. Dann spiele ich auch nicht mit dem. Dann zeige ich euch den halt ein anderes Mal. Und ich habe Genji schon gezeigt. Und ich will ihn einfach gerade spielen. Es ist auch Angriff. Und ja, ich mag halt mal auch andere spielen. Ich werde jetzt nicht alle nach der Reihe spielen, so. Ich werde es auch mal so machen. Ich hoffe, das wird euch jetzt nicht so stören. Aber ich denke nicht, dass es euch stören wird. Hoffe ich mal. In diesem Modus, Rangliste, da spielen wir halt in der Rangliste. Ich bin jetzt in Gold. Und es gibt, glaube ich, Silber, nee, Bronze, Silber, Gold, dann glaube ich Diamant, Platin, Meister und Großmeister. Und da ist jetzt zum Beispiel im Gegnerteam ein Diamant, der mit den 4 Sternen. Der ist dann halt, denke ich mal, ein bisschen besser. Verschließt euren Geist vor der Möglichkeit einer Niederlage. Man sollte halt möglichst oft gewinnen, dass man auch weit kommt. Wenn ihr wisst jetzt, was ich meine. Ich gehe hier mal nach hinten. Dass ich sie halt ein bisschen überraschen kann. Dass sie mal ein bisschen nach hinten kommen und mein Team auch ein bisschen treffen kann. Ah, der hat mich jetzt. Aber wir haben jetzt schon ziemlich weit das Ziel erobert. Warum geht das wieder zurück? Es gibt eigentlich 3 Punkte am Anfang, wo man noch nichts eingenommen hat. Und dann, wo jetzt das Weiße ist. Da ist so ein kleiner Strich. Und wenn er zum nächsten Strich geht, dann müsste das da nicht gehen. Teammitglied hat das Spiel verlassen. Ja komm, ey. Ich hasse sowas. Ich greife das Ziel an. Haben wir die Anna? Nein. Ich denke mal, der hat den gegnerischen Reinhardt geboostet. Vorsicht, Gegenverkehr! Junkrat macht seine Ulti. Das ist auch schon der Reifen. Das gibt's nicht. Wo ist mein Team bitte? Das soll auch mal nach vorkommen. Das soll nicht einfach nur da hinten sein. Jetzt ist vorne. Vielleicht bin ich auch immer am Zielpunkt, wenn die nicht kommen. Nein, nein, so. Weil das erwarten die nicht eigentlich, dass ich von hier komme. Das erwarten die gar nicht.
Tanzo, stets zu Diensten. Das ist doch gemein. Wir haben noch 60 Sekunden. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Wir sind noch höher. Ach komm. Der macht für einen die Ulti. Der sollte das für mehrere machen, nicht nur für einen. Nur weil ich gerade die Ulti habe. Ich hatte noch 6 Leben, was bringt denn das? Noch 30 Sekunden. Ja, ich denke mal, dass wir das jetzt nicht einnehmen werden. Ach nö. Na, wir kriegen es eingeschlossen. Spielt die heilende Ruhe. Okay, wir haben es noch geschafft. Ich bin wieder hergestellt. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Du, ich kümmere mich um die Sache. War knapp. Ich hab dich im Visier. Wir hätten den Zielpunkt jetzt fast gehabt. War mega knapp. Okay, jetzt bleibt's aber auch bei diesem einen Punkt stehen. Weil vorher war das irgendwie nicht. Oder wir waren halt noch nicht dort. Okay, wir haben es geschafft. Was die immer das Match verlassen? Ein Mitglied deines Teams hat das Match verlassen. Weißt du, was bringt denn das manchmal? Wählen Sie Ihren. Würde man sagen. Wir haben einen Heiler. Diva oder Reinhardt. Ich weiß nicht. Wir haben 2 Verteidiger. Wir sind einer weniger. Wir nehmen einfach jetzt Anna dazu. Weil die hatten wir auch noch nicht. Dann nimmt er den Tank. Ja, ist egal. Hört niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Anna ist eine scharfe Ich sollte hier nicht lange bleiben. Ich stehe vermutlich immer noch auf ein paar Listen. Okay. Und... Aber sie kann auch unsere Verbündeten heilen und die Gegner halt Schaden zufügen. Wir können so eine Granate werfen, dass wir uns selber heilen oder die Gegner sich nicht mehr heilen können. Und wir haben so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Pistole, ich glaube ich auch eine Pistole. Da können wir die Gegner schlafen legen. Ist eigentlich ganz lustig.
Verschließt euren Geist vor der Möglichkeit einer Niederlage. Hoi. Isa Jokum. Der hat eine goldene Waffe. Aha. Anna macht auch ziemlich gut Schaden, also ist schon gut. 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Ich habe den Feind gefunden. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Du wirst es über mich. Hätte es bei mir eine Eiswand. Ich habe mich von Schlimmfeindkontakt am Zielpunkt. Verstärkt unsere Verteidigung. Der Zielpunkt wird angegriffen. Weißt du, es ist nur einer da und die kriegen den nicht. Jetzt sind schon zwei. Der Feind ist an unserem Tor! Wenn die Schwäche uns überwältigt, wird die Niederlage unausweichlich sein. Ja, die haben den Punkt. Der Zielpunkt wird angegriffen. Lasst uns die verloren. Neue Verteidigungsposition. Zielpunkt B. Soldier 76, bereit zum Einsatz. Ich habe den Feind gefunden. Kommt raus und stellt euch. Du machst es noch einmal. Keine Sorge, das tut gar nicht lange weh. Ach Gott, da ist man einmal eingefroren. Ja, wir sind doch einer weniger, das ist voll blöd. Wenn man einer weniger ist, nur weil solche Deppen einfach das Spiel verlassen, weil sie denken, dass wir verlieren. Es ist meistens nur wegen dem. Ach, geht das? Oh Mann, ey. Wir haben noch einen Keller zu gefunden. Ich habe mich von Schlimmerem erholt. So, den Nano-Boost habe ich. Könnte ich vielleicht Soldier boosten? Ultimate, einsatzbereit. Braucht noch jemand Heilung? Keine Sorge, Freunde! Ich bin euer Schild! Ich habe den Feind gefunden! Kommt raus und stellt euch! Das sollte helfen. Wo ist der? Zeig meine Hand, die Ich bin noch nicht bereit, das hier auf. Jetzt gibt es eine Abkühlung! Heil mich! Spürt die heilende Ruhe. Leistung verstärkt. Greif an! Nur ein Kratzer, nichts. Ich hab den mal kurz genau nachgeschaut, weil der hatte sein Ultimate. Die Stunde hat geschlagen. Ja, verloren. Toll. Sehr gut. Läuft ja gut. Punktestand. Gerechtigkeit vollzieht sich nicht von allein. Seitenwechsel. Ja, die Runde wird jetzt entscheiden, die wir jetzt spielen. Wählen Sie Ihren Helden. Nehmen wir wieder Genji? Nein. Nehmen wir Soldier, würde ich sagen. Heute sind wir alle Soldaten.
Ich bin noch immer einer weniger. Versuch da draußen nicht in die Schusslinie zu laufen. Weißt du, da verliert man einfach wahrscheinlich, weil wir einfach weniger Leute sind. Da können wir. Wir könnten es gewinnen, aber. Das sind einfach um einer mehr und das ist eigentlich auch entscheidend. Die stellen sich hier schon irgendwo hin. Wahrscheinlich, ich habe nämlich schon eine Diva oder so gehört. Das ist glaube ich eine Diva. Eine Junkert haben sie auch. Oh Mann. Irgendwann ist mir das auch zu blöd mit dem Warthog. Das ist mir immer zu blöd, manchmal. Haut mich um so oft, ihr wollt, ich stehe immer wieder auf. Was macht der Chunk für deinen Weg? Hi. Mann ey. Hätten wir einen mehr, sonst vielleicht noch. Kann ich auch gleich hier drin bleiben? Noch 30 Sekunden. Ich heile mich. Der Gerechtigkeit wird gewürdigt. Ich sichere das Ziel. Noch 10 Sekunden. Ich nehme das Ziel an. Das ist ja echt schon zu blöd. Warum jetzt 2 zu 2? Die haben doch gewonnen. Ja, was soll ich da jetzt noch? Wählen Sie Ihren Helden. Jetzt kommt doch keiner mehr. Wir sind einfach immer noch zu 5, oder? 1, 2, 3, 4, 5, ja. Einfach ein Bauarbeiter. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Sammeln wir hier. Nee, das ist blöd. Ich stell mich einfach hier rauf. Oh.
Was war das jetzt? Habt ihr das gesehen? Da, ich war dann geschützt. Bei mir hat es einfach gerade mega gerückt. Schaff sie vom Punkt weg! Ja, jetzt sind die einmal am Punkt, sind die immer am Punkt. Wir sind einer weniger, wir können es vergessen. Deswegen spiele ich auch eigentlich gar kein Rank mehr. Weil es immer das gleiche ist. Da. Es ist immer das gleiche, einer verlässt und man hat verloren. Ja. Falls er verlässt schon der zweite. 2 zu 3. Das war die richtige Entscheidung. Ja. Das war ranked. Es ist blöd, wenn man verlässt. Das regt mich einfach auf, wenn einfach Teammitglieder verlassen. Weil dann hat man eh schon verloren und sowas regt mich auf. Also, ja. Wenn ihr das auch habt, dass eure Teammitglieder euch verlassen und dann verliert ihr noch, das ist so blöd, wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, das war's halt mit der Folge von Overwatch. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es ging. Ein Ranked Match. Ja. Wir haben verloren. Gehört auch mal dazu. Und tschüss.